Hey Leute, willkommen zurück zu The Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay. Das ganze Spiel hat eine unerwartete Wendung genommen. Wir sind nämlich nicht entkommen von diesem Planeten, sondern in die Hochsicherheits-Kryo-Abteilung gebracht worden. Hier sieht es auf jeden Fall viel schicker aus als unten im Knast, aber gleichzeitig ist es auch schwieriger zu entkommen. Schauen wir mal, wie wir das bewerkstelligen. Da sind überall Wachen. Ey, Kumpels, ich muss ja nicht gleich rumballern. Ich kann das Ganze auch ein bisschen leiser erledigen. Komm her. Knacks. Ich habe gerade dein Rückgrat gefunden. Und hab's dir gebrochen. Ich glaube, an den komme ich jetzt aber nicht so leicht dran, oder? Stehst ein bisschen unpraktisch. Oh, Pack of Smokes. There is no smoking section in heaven. Im Himmel gibt es keine Raucherabteil, also keine Raucherzone. Ist ja schön. Was ist das? Hast du irgendwas gespielt? Tetris wahrscheinlich. Huh. Kann ich da was machen? Nein. Nein. Ich werde mal diesen Alarm ausmachen. Den finde ich nicht schön. Das beleidigt mein ästhetisches Hörempfinden. Warte mal, hier ist was. Ah, Computer Terminal. Die sind ja immer wichtig. Was haben wir hier? Oh Gott, Escape. Find weapons. Find a weapon storage. Ja, ich kann nicht so gut zielen, dafür sterben sie trotzdem recht flott. Alles gut. Habe ich noch was? Oh, ich habe eine Schrotflinte. Nee, ich lasse auch die Pistole. Find the weapon storage. Wo ist der weapon storage? Okay. Oh. Hab nicht mal annähernd in die Richtung des Rechten gezielt. Und trotzdem ist es umgefallen, das Teil. Oh. Hallo? Das Problem ist, irgendwo kommen diese Roboter jetzt. Wenn ich durch den nächsten Tunnel rausgehe, habe ich ein kleines Problem. Da waren diese großen, bösen, fiesen Kampfroboter. Die unbemannten, die sind sogar noch um einiges ekelhafter. Er hat auch so ein gewisses Auto-Aiming, oder? Mir das nur so vor. Oh nein. Oh nein. Geht das hier auf? Hilfe. Hey. Ich will immer aufhören. Das ist leider sehr uncool, was ihr da macht. Oh, die sprengen irgendwas hier. Hallo. Hört mal auf, bitte. Oh nein, das ist noch schlimmer. Da komme ich ja wieder zurück in die Kryo-Abteilung, da wo ich hergekommen bin. Au. Au. Was ist das hier für Klötze? Ist mir egal, ich muss weiter. Oh nein. Kann ich da irgendwo einsteigen? Warte mal. You could perhaps enter and use a heavy guard. Ja, perhaps, vielleicht, ne? Oh, 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 meine feuchten Träume werden wahr. Beautiful. Oh, ist das geil. Hallo, 874. Heavy Guard 874 is a first class product of Silas Corporation. Visit our stores for other great offerings. Komm mal, pop, pop, pop.
Na? Ah, es ist schön, Leute. Ich hab so ein Heavy Guard. Das ist ja geil. Cockpit Stabilization ist ein bisschen am Arsch, aber... Ich komme hier gar nicht mehr raus. Na gut, dann. Werden wir die explodieren? Ah, die machen gar nichts. Okay. Oh. Alles klar. Ich werde es versuchen. Nicht into things to walk in. Was? Was ist das da? Oha. Was? Du bist ja eine Lusche. Ich dachte, ihr könnt irgendwas. Scheinbar ist das aber nicht so. Ja, wenn ihr solche laschen Sicherheitssysteme habt, dann müsst ihr euch nicht wundern, ne? Ganz ehrlich. Oh nein. Was? Ach da. Was steht hier? Fight your way through the corporate offices. Ich geb für dich auch. Ihr versucht mich, ihr kleinen Maden. Ihr versucht ernsthaft mich zu Fuß aufzuhalten. Bitte so. Wackelt vielleicht ein bisschen. Wo denn? Danke für die Warnung, Kleiner. Oh. He's crazy. Ach, ich krieg das schon hin. Wow. Ah, komm, wie schön. Oh, ein bisschen Verwüstung hier, hä? Kann ich eigentlich aussteigen? Nee, ne? Ich kann nicht aussteigen, leider. Na egal. Okay, dann walken wir mal drüber. Ah, ist das schön. Bam. Ihr macht euch ja gegenseitig alle platt. Nein, nein, nein. Ich muss hier nichts optimieren. Alles gut, Kleiner. Da, komm mal her. Was? Hey! Oh nein! Penner. Ich mach keine AI-Control. Ich krieg das so hin, ja? Ja, ja. Das hier. Das ist aber ein schönes Büro. Guck mal, denen geht's hier gar nicht so schlecht da oben. Die haben ja ganz schön meine Hülle zerschossen, die Schweine. Guck mal. Kann ich die selber reparieren? Nee, leider nicht.
So, einmal Aufzug fahren. Das muss aber ein sehr, 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 sehr krasser Schwerlastenaufzug sein. Ach naja, das hast du schon mal gesagt. In welche Ecke? My God, the heavy guard. Hallo? Ihr tanzt? Ist da noch was? Dreh dich doch mal ein bisschen. Hallo? Okay. Das Teil ist sehr schlecht wendig, aber ich meine, das nehme ich gerne in Kauf dafür, dass es einfach alles wegtötet. Instant. Glaube ich gerade seitlich? Ja. Oh. Seid ihr alle tot? Das oh oh. Oh oh. Aha. Scheiße. Das ist ja schade. Oh Gott, was soll's? Ich meine, ich will nur eine Knarre hier mitnehmen von euch Jungs. Au. Warum sind die jetzt wieder gesichert? Da ist noch ein Kippenpäckchen. Was steht da? For man without strong bla only. Ich kann es nicht lesen, weil der Door-Button davor ist. Oh nein. Oh nein! Hilfe! Haha. I'll give you a love. Oha. Ihr Scheißkerle. Ja, Hoxie.
Einen haben wir. Wie tuffig seht ihr denn aus, bitte? There must be something. The codes to your ship. No, shit, Riddick. You wouldn't. Wouldn't what? What wouldn't I do, Oxy? Oh, of course. The codes are in my desk. Can you walk, Johns? Yeah, I think so. Run? Maybe. But I won't try to find out. Good. How's your eyesight? Converge on the warden's office. We have a hostage situation. Riddick's the one wearing the goggles. Kill him on sight. Das war's, Leute. Es ist mit Absicht ein offenes Ende, denn es kommt ja noch ein Spiel danach. Nämlich Assault und Dark Athena. Das ist auch noch ein Vorgänger zu Pitch Black. Der wiederum, der Vorfilm ist zu Chroniken eines Kriegers und zum dritten Teil, den ich zum Glück nicht gesehen habe wahrscheinlich. Mal sehen. Werde ich mir bei Gelegenheit vielleicht irgendwann mal reinziehen, wenn es den irgendwo gibt. Also Netflix oder Prime oder ihr wisst schon. Naja, Leute, das war's mit The Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay. Immer noch ein ziemlich geiles Spiel, finde ich. Wenn auch nicht sehr lang, wie ihr gesehen habt, aber das macht ja nichts. Es hat auch leider kaum Wiederspielwert. Trotzdem habe ich sehr viel Freude daran gehabt, es ein weiteres Mal durchzuspielen. Das war jetzt, glaube ich, das zweite Mal. Ich habe es auf keinen Fall ein drittes Mal, das wüsste ich. Sonst hätte ich mich an mehr erinnert. Auf jeden Fall, ja. Schönes Ding. Für 2004 sieht es immer noch ziemlich geil aus. Es ist halt wirklich 12 Jahre her. Ja? So viel, so alt, sag ich jetzt mal, wie der Durchschnitts-YouTube-Zuschauer ist. Das ist wirklich so. Ihr zählt natürlich nicht dazu, weil ihr seid natürlich alle schon im angemessenen Alter, um das hier genossen haben zu können, ja? So. Leute, ich danke euch sehr fürs Zusehen. War eine coole Erfahrung mal wieder. Ich würde sagen, ja, danke für die ganzen Likes, für die ganzen Kommentare. Auch wenn es leider nicht so viel war, weil das Spiel, weiß nicht, kam anscheinend nicht so an, aber ich fand es ziemlich gut. Naja, nochmal Dankeschön. Ich bin's und bleibe wie immer euer Bruger. Haut's rein und tschö tschö.
is only you that matters, Riddick. They realize this, and that is why they are coming. Not like the others. They are different. The only way you can stop them is if you know who you are, what you are. Some of us still remember the true crime that happened on Furio. Once you wake, truly wake, you will never forget. Who am I? What am I? Through, the afterlife is gonna get a whole lot more crowded.